Das sieht ja fast japanisch aus, so karg. Herr Björk, das ist eine der berühmtesten Suppen Böhmens. Sie heißt auf Tschechisch Okrop. Kann man überhaupt nicht übersetzen. Nein, früher hätte ich es auch verstanden. Als Kind habe ich Tschechisch gesprochen. Heute kann ich es nicht und mehr. Und es ist eine Suppe für, sagen wir, Arme früher gewesen, weil das die einfachste Suppe war. Und heute ist sie eine Suppe für Trinkfeste. Also nach großen Gelagen zum Beispiel. Am nächsten Tag? Am neuen Jahr in der Früh oder im Silvester. Und das muss ich mir merken. Gelegentlich brauche ich sowas. Und ich versuche heute bei dem, was ich Ihnen also aus Böhmen gebracht habe, ja. Ich habe noch mehrere Geschenke gebracht, die kommen später. Aha. Versuche immer daran zu denken, dass es heute zwei Gruppen von Menschen gibt, die gesund essen wollen. Ja. Und dann uns, wir, die ungesund essen. Wir essen ja ungesund, aber... Also das ist eine Suppe für beide. Lust. Aha. Also zunächst, entweder, das ist die gesunde Fassung, dann nehmen Sie nur Knoblauch, ja. Knoblauch gepresst, ja. Ja. Und zwar, das ist zu viel, das ist für zwei Portionen, sagen wir so. So, ja. Und dazu geben Sie nur frischen. Was ist das jetzt, Majoran? Majoran. Ah, wunderbar. Ja. Mmh, ich muss ein bisschen riechen. Ja. Mmh, schön. Ja, und jetzt mache ich gleich auch die ungesunde Fassung. Sofort, für mich bitte ja die ungesunde Fassung, immer. Was ist das? Das ist Grieben, was ist Grieben das? Mit Schmalz. Sieht bei so uns gibt es das ja immer nur zusammen. Ich glaube, früher in meiner Heimat und auch in Österreich gibt es das auch getrennt. Extra die Grammeln, das, sagt man. So ne? ist es, Grammeln, hier Grieben. Ja. Und es gibt saubere Länder wie Schweiz, wo es überhaupt nicht schon zu haben ist. Wird es nicht mehr verkauft. Wird es gar nicht so mehr. Nee, bei uns und jetzt das haben wir die Suppe fertig. Und aber flüssig muss wir ja nehmen Wasser, und zwar nur Wasser. Wasser. Mit Wasser, siedendes Wasser mit Kümmel. Und jetzt möchte ich Sie bitten mit einem Schöpflöffel. Mm, das riecht aber wie bei uns zu Hause. Meine Mutter hat, Kümmel war, glaube ich, eines ihrer Lieblingsgewürze. Bitte sehr, das ist für Sie. Ist das jetzt aus Böhmen oder ist das aus Mähren? Das ist aus Böhmen. Einfach drauf? Ja, drauf. So. So, jetzt müssen Sie das mit dem Löffel schön auseinanderdividieren. Aha. Ja. So ein bisschen. Das ist aber sehr arme Leute-Suppe. Ja. Na. Ihr müsst ein bisschen salzen, aber das ist nach Geschmack. Ja, und jetzt kommt das Tolle. Das ist Brot. Brot. Das jawohl haben Sie in... Das habe ich vorher ganz kurz, hart, aber ganz hart, ja. Hart in gemacht. Butter. Ja. Nee, in Butter, in... In Öl. In Öl, ja. In Öl. So, die Suppe ist ja fertig. Klar, arme Leute hatten keine Butter. Guten Appetit. Das darf ich schon probieren? Ja, das ist fertig. Das ist aber wirklich ein sehr schnelles... Wir sind ein schnelles Volk. Gar nicht so schlecht. Für meinen Geschmack würde ich sie ein bisschen... Ja, das muss man salzen, aber das habe ich nicht erlaubt, weil ich ihren Geschmack nicht kenne. Mm. Also für eine Gesellschaft zum Beispiel von 10, 20, da machen sie also einen Riesentopf von Wasser mit Kümmel. Ja. Und jeder bekommt diesen lustigen Teller zum Schluss mit dem und dem. Das ist einfach. Und dem und... Ich sage, und es sieht fast ein bisschen japanisch aus, so, ja, so reduziert. Und dabei ist es arm, kommt aus einer armen Küche. Könnte man das verfeinern, indem man so eine klare Gemüsebrühe nimmt? Sie können das verfeinern mit allem, was Sie wollen, mit Bouillon, mit Brühe, mit allem. Aber das ist dann schon eine halt feine und das schon, ist schon teurere die städtische Suppe. Fassung. Die städtische und Fassung, das ist ja hier die vom Land? Sozusagen. Das ist die vom ist das Land, von Ihren ja Großeltern oder so? Kann man so sagen, ja. Meine Großeltern kamen aus Nordmähren. Ah. Aus Karwin, bei Ostrau. Aus Karwin? Mhm. Sie wissen, wo ich geboren bin. Ich habe es gehört. In Karwin. Mhm. Also Freistadt. Ja. Als ich geboren wurde, hieß es Freistadt. Mhm. Dann wurde es eingemeindet. Ja. Jetzt heißt es wieder Fristadt. Aber eigentlich bin ich dann aus dem gleichen Ort wie Ihre Großeltern. Und mein Großvater war ein Bergingenieur. Ja klar, wir waren ja Berg. Damals noch nicht eine so gut bezahlte Funktion wie heute. Und deswegen hat man dort für 6 Kinder ziemlich einfach gekocht. Er starb auch bei einem riesen Grubenunglück dort. Und meine Großmutter, die lebte noch mit mir viele, viele Jahre. Und ich habe so ab und zu etwas gesehen. Und als ich dann vor 33 Jahren zum Glück nur für eine kurze Zeit geschieden war, dann war ich glücklich, dass ich kochen kann. Dass Sie für sich Sachen machen konnten. Aber jetzt, im Augenblick, sind Sie ja auf einer Lesereise. Da können Sie ja gar nicht kochen.
Höchstens so was Einfaches, ja. Das könnten Sie sogar im Hotel machen. Das Wunderbare ist, dass Sie mir heute die Gelegenheit gegeben haben, dass ich endlich einmal wirklich ordentlich esse, das, was ich will und was mir schmeckt. Weil normalerweise. Jetzt habe ich das Ganze gegessen. Soll ich Ihnen auch einen Teller geben, dass Sie ein bisschen. Es wäre nicht schlecht. Sie kriegen was ab. Danke vielmals, ja. Sie kriegen was ab. Das haben Sie noch was? Ja. Machen Sie selbst. Oh ja. Ja, wir haben ja von allem noch. Ja, sicher. Sie sollten auch nicht leben wie ein armer Schriftsteller. Aber das ist wirklich von Ihnen sehr lieb, von Gastgeber, dass Sie auch an mich gedacht haben. Wo Sie jetzt nur im Lokalen essen. Ja. Aus welchem Buch lesen Sie denn gerade? Aus dem Buch, das habe ich Ihnen auch gebracht. Das heißt Sternstunde der Mörder. Und es ist ein Buch über, es ist ein düsteres Buch, über das Kriegsende in Böhmen. Über die Abrechnung der Deutschen mit den Tschechen und den Tschechen mit den Deutschen. Das ist interessant. Und das ist deswegen interessant, weil ich mich mit diesem Thema persönlich sehr viel befasse. Ja, ich war 12. Entschuldigung, das muss ich sagen. Das nämlich gleich. Ja, ich war 12, als wir rausgingen aus Karwina. Meine Großeltern waren aus Mährisch-Ostrau. Und wir haben natürlich alles verloren. Und eigentlich müsste ich auch irgendwelche Rachegedanken hegen, aber ich habe die nie gehabt. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass es heute Menschen gibt hier, die stammen aus der Tschechei, aus Tschechien jetzt. Denen geht's gut hier. Die haben eigentlich das Glück ihres Lebens gemacht, indem sie in ein Land gekommen sind, besonders die, die nach Westdeutschland gekommen sind. Und sie mussten nicht die 40 Jahre Sozialismus mitmachen oder quasi Sozialismus. Und was machen sie heute? Jetzt wollen sie wieder ihre Sachen haben und protestieren. Ich begreife es einfach nicht. Natürlich nicht alle. Natürlich nicht, deswegen sage ich ja, ich bin anderer Meinung. Ja. Ich lasse mich auch nicht von diesen Scharfmachern vertreten, fühle mich von denen auch nicht vertreten, von den vertriebenen Verbänden. Es gibt nichts Schlimmeres als eine sogenannte zweite Generation, die das nicht mehr deswegen macht, weil sie die Wunden erlitten hat. Gar nicht. Sondern weil sie Profis sind. Genau. Ja. Und das da, also wenn Sie darüber ein Buch geschrieben haben, dann bin ich und ganz... Und die Profis gibt es auf beiden Seiten natürlich, ja? Ja, und ich klar. Bin, wenn auch man mich zum Beispiel nach meiner Nationalität fragt, dann sage ich, ich bin ein Prager. Ja. Ich bin zwar ein reinrassiger Tscheche, aber als Schriftsteller bin ich ein Kind von der tschechischen, der deutschen und der jüdischen Literatur, ja. Die in Prag zu Hause war. Ja. Und deswegen ist mir absolut fremd jede Art von Nationalismus. Sie leben ja jetzt auch schon viele Jahre in Wien. Ich lebte in Wien, weil ich musste, weil ich ausgebürgert wurde. Jetzt hat man mir wieder die alte Staatsbürgerschaft zurückgegeben und auch die Prager Wohnung. Und jetzt leben wir, glauben Sie wo? In Prag wieder? Nee, im Auto zwischen Prag und Wien. Sag mal, ich trinke hier immer so Wasser in der Küche. Ich habe aber im Kühlschrank ein Pilsener Urquell. Ich habe jetzt nach dieser Suppe jetzt, irgendwie das Gefühl, wobei wir natürlich nicht die Zeit haben, uns wirklich also zu Ende essen zu können. Das soll natürlich kein Misstrauensvotum für die Suppe sein. Das muss ich jetzt sagen. Nein, aber wir wollen ja noch... Sie haben mir ja versprochen, dass Sie... ein komplettes Menü machen. Das war die Suppe, die Vorspeise. Ja. Jetzt kommt das Hauptgericht und dann kommt noch ein Dessert. Also das Hauptgericht, das ist eine Sache, die wirklich eine große Vorgeschichte hat. Es heißt ein bisschen komisch und eigentlich ein bisschen langweilig, Linsen mit Reis. Linsen mit Reis. Wie heißt es auf Tschechisch? Čočka z rýží. Čočka z rýží. Apropos, was wir jetzt trinken, das nennt sich in Böhmen die böhmische Bremse. Die böhmische Bremse? Nach Alkoholgenuss, also nach zu starkem Alkoholgenuss, nach dieser Suppe zum Beispiel, kann man abbremsen von 40 Grad auf 12 Grad, nicht? Mit dem Pilsner. Und? Es ist das einzige Bier Europas, das keine Säure enthält. Es ist alkalisch, das Wasser, und deswegen wird es von den tschechischen Ärzten sogar als Arznei vorgeschrieben. Und das trinkt man auch nach Magenoperationen. Aber stimmt es, dass innerhalb der tschechischen Bürger so ein bisschen ein Kampf zwischen Budweiser und... Nicht nur das, zwischen vier großen Sorten, weil Großpopowice ist das Bier von Schweig. Ah, natürlich. Dann gibt es noch Smichauer und dann gibt es noch ungefähr 150 kleine. Also jeder hat so seinen Laden. Also wie gesagt, nicht aus Missachtung dieser wunderbaren Suppe, nur damit wir jetzt Platz für das Hauptgericht schaffen. Sie haben den Reis und auch die Linsen schon vorgekocht. Ja. Die stehen schon in meinem Backraumteiler da in meinem. Und jetzt muss ich also etwas ganz Gewichtiges sagen. Ja. Das ist ein Drei-Stufen-Gericht. Das ist wie eine Rakete, eine kosmische Rakete, die drei Stufen hat. Ja.
Die erste Stufe ist die Stufe meiner Großmutter. Die war wirklich so arm damals, dass man also nur Linsen und Reis machte und drüber den Zwiebel, den gerösteten Zwiebel gab. Ah ja, die haben wir auch schon. Ja. Sagen Sie, soll die noch ein bisschen weiter rösten? Nur damit sie ein bisschen, warm die ein bisschen wird. Ja. Auch ein bisschen ja, brauner wieder, noch? Dass es nicht anbrennt. Ich mache sie klein. Ja. Und rühre ab und zu ein bisschen. So, und das ist natürlich auch wieder die Fassung für die Vegans oder für Vegetarier. Die Vegetarier. Ja? Dann Linsen, Reis und Zwiebel. Zwiebel. Schmeckt fantastisch, aber es muss so gekocht werden, nicht also wie man das hier kennt, dass man das säuerlich macht, sondern es wird Linsen auf die gleiche Art vorbereitet wie Reis. Nämlich, es muss dann trocken sein zum Schluss. Ah, ja. Also, der Unterschied liegt darin, dass man Reis ins siedende Wasser ja. und gesalzene Wasser wirft und Linsen ins kalte Wasser und es nachträglich gesalzen. Aber beide kochen. Und jetzt ist es so ungefähr. Beide haben wie lange gekocht? 15 bis 20 Minuten. Gleiche ja. Zeit. Willst du es jetzt zeigen, dann wissen wir gleich, wie das aussieht. Wir haben die jetzt hier beide schon fertig, aber und wenn man wir lassen es doch einen Augenblick. Ja, ja. Wenn man das im Glasgeschirr macht, dann ist es dazu noch also schön, weil man sieht ja. es und ja. daraus kann man es auch servieren. Also das war die einfache Version der Großmutter, ja. die ganz arme. Ja, jetzt die Version meiner Mutter, weil auch mein Vater war arbeitslos zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, war das plus Spiegelei. Also es kam ein Spiegelei, damit es also auch schön aussieht. Ja. Ja, und Gurke. Und dann kam also und Gurke. Ja, und Gurke. Und dann kam eigentlich die Generation, die sich schon was leisten konnte. Und die gab dazu eine sogenannte kanadische Rose. Eine kanadische Rose? Ja. Ich kenne nur Four Roses Bourbon Whiskey oder sowas. Wir hatten in den 30er Jahren eine so große Arbeitslosigkeit, dass es zu einer Trump-Bewegung kam, an der sich Millionen beteiligten. Der Gruß dieser Bewegung war Ahoi. Bis heute das Ciao aller Tschechen. So wie die Ciao oder das Hi. Ist unser Gruß. Ahoi. Ja. Und das Gericht dieser Arbeitslosen waren Würste. Ja. Und jetzt nahm man eine Wurst, die ist nicht die echte tschechische, weil die tschechische ist dicker und ja. Sie ist speckiger. Und hat und deswegen mehr... also mache ich eigentlich künstlich eine tschechische. Ja. Ja. Und die, ich hoffe, dass Sie Pflaster haben im Vorrat. Ja, ja, ja. Ich bin kein böhmischer Macho. Ich bin ein Schriftsteller, ist alles da. Der ab und zu kocht. Ja. Also es muss die kanadische Rose jetzt angeschnitten werden. Und zwar so, dass man sie auf dreimal in sechs... Ja. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt sind wir am Pinkel. Ja. Sehr, sehr scharfe. Und jetzt haben wir sehr das wieder so auf Messer. Der anderen Seite auch. Wenn es mir wirklich gelingt, dann bin ich heute ein Weltmeister, weil normalerweise schneide ich mir immer alles weg. Auch mit ganz normalen Messern. Ja, ja. Nein, ich werde es schon. Sie werden es hinkriegen? Hinkriegen. Sie haben Angst um mich. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich lese. Ich kann kein Blut sehen. Nein, ich lesen kann ich auch ohne Finger. Ja. Ja. Also, nehmen wir zum Beispiel also zwei, damit ich mache wir jetzt mal, viel machen. Die tun Sie wahrscheinlich in die Pfanne jetzt. Dann. Die tue ich in die Pfanne. Brauchen Sie ein bisschen Fett? Ein bisschen. Bisschen aber, Öl. Ja, ein bisschen Öl. Nicht viel. So. Ich mache nur zwei Stück, weil das hat keinen Sinn. Weil es gibt Leute, die 14 essen dazu und das kann ja, ja, wir machen ja nur. Ja? Apropos, ja. Diese Methode ist auch dann interessant, wenn Sie das auf dem Lagerfeuer machen, weil dann kommt hier der Spieß nicht so. Ja? Und Rose heißt das, dass sich jetzt öffnet oder was? Wenn das öffnet. Also wenn wir das alles richtig gemacht haben. Schon ein bisschen hatten, heiß. Ja, dann will sie sich später öffnen, diese Rose. So, und jetzt machen wir... Wenn wir so weit sind, jetzt haben wir Zeit ein bisschen. Was Sie aus den einfachsten Sachen machen, das ist, das, wenn das schon die Luxusversion ist. Ja? Ich muss sagen, das ist die Randküche. Ja. Das ist die Küche für Ungeschickte. Weil was man wirklich also auf der böhmischen Küche zaubern kann, sonst, ja, das wissen wir. Dann sind das Sachen. Weiß ich von meiner Mutter. Ich habe mich ziemlich gelöst von der böhmischen Küche. Weil sie doch sehr arbeitsaufwendig ist ja. und natürlich auch ein bisschen schwer. Ja, aber trotzdem hat die ganze Nation diese Küche überlebt. Ja, es ist, ja, ja klar, es ist meine Eltern auch, meine Mutter wurde 82, mein Vater wurde 82. Sollen wir das mal weg? Aber nein. Ja, ich denke oft darüber nach, dass die alte Monarchie eigentlich wirklich das Zauberreich der Küche war. Ja. Und ich stelle mir vor, wenn man die Kämpfe und Kriege mit Köchen vor sich bringt, ja, dann würde die gemeinsame österreichische Armee, also von Tschechen, Slowaken, Ungarn, Österreichern und auch Norditalienern, gemeinsam mit den Bayern noch, ja. Ja, den Rest Europas besetzen.
Und dann kämen die Franzosen und Flamen dabei und die würden auch England besetzen. Ja, 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 auf jeden ja? Fall. Herr Kuhn, Sie haben gesagt Spiegeleier. Ja, Spiegeleier. Ja. Sollen wir die hier mal... Das ist zu früh, weil das ist noch nicht so weit. Gut, also, dann lasse ich die noch hier. Ja, also es wird in einer Minute... Aber die öffnen sich. Schauen Sie? Ja, toll. Wunderschön. Und die müssen dann... 5 Minuten so. Na, die müssen also wirklich richtig angebraten werden. Die müssen angebraten. Vielleicht nicht, aber die müssen wirklich. Wollen Sie die Eier auch ziemlich durch? Die möchte ich auch durch haben. Muss ich die auch bald machen? Jetzt habe ich nämlich schon zwei Teller, damit wir schon ein bisschen beginnen, uns dem Ende zu nähern. Sagen Sie, ist da in Ihrer Biografie, wie heißt sie mit dem Hund, mit dem Dackel oder wie? Das ist der Roman, der Memoir-Roman, wo der Hund begraben liegt. Wo der Hund begraben liegt. Da haben Sie 3 Rezepte drin, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Davon ist eins ist doch dieses. Ja, der eine ist von einem unbekannten Mann, der heute Staatspräsident ist. Das ist der Havel, das ist sein Rezept. Und der andere ist von mir und dann von meiner Frau. Die dritte Variante, weil wir damals unsere beiden Häuser, sein Haus und unser Haus, waren die Zufluchtsstätte der Charta-Leute und so weiter. Und wir mussten also wirklich jede Woche mindestens für 40, 50 Menschen kochen, nicht? Und deswegen also eigentlich sind wir dann im Genuss dieser Billigspeisen gekommen. Also kocht Präsident Havel auch selbst? Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, ja. Naja, sein bestes Essen war ein Gans gestopft mit einer Ente, gestopft mit einem Huhn. Wobei leider unser Hund den Huhn und sein Hund die Ente gestohlen hat, sodass wir dann die Gans... Nur die Gans blieb, immerhin. Wollen Sie schon den Reis? Ja, bitte, ja. Jetzt machen wir die Eier. Jetzt machen wir die Eier. Ich habe lange kein Spiegelei mehr gemacht. Also ich... Ich halte Ihnen die Daumen. Ich mache das mal klein. Oder? Soll das ein bisschen größer? Lassen Sie das so, das ist ja... Da kocht man die aufwendigsten Sachen und wenn man ein einfaches Spiegelei machen muss, ist man ganz nervös. Na, schauen Sie, wie die Rose schön geöffnet ist. Nicht? Gut. Sehr gut gelungen. Ist okay? So, und jetzt können wir uns sehen lassen? Ja. Und jetzt haben wir schon praktisch alles fertig und wir können auch die Sachen aus dem Backofen. Ich hole Ihnen das raus. So, das brauchen wir nichts. Und jetzt das müssen wir noch haben. Eine Gurke. Eine Gurke. Es empfiehlt sich ein bisschen Senf natürlich für die. Zur Gurke ein bisschen Senf? Ja. Nee, ja, zu der Gurke, ja, natürlich, ja. Zu der Gurke nicht, aber zu dem Wurst, damit Leute, die nicht Sinn für Humor haben, das nicht dann probieren. So, das Ei schmorgelt da. Wir haben das alles ist fertig. Schön. Die hier. Jetzt brauche ich einen Schöpflöffel. Vorsicht, das ist ziemlich heiß. Ja, Sie müssen es öffnen. Soll ich mal? Sind Sie so lieb, Sie sind hier zu Hause. Ich kenne mich in Ihrer Küche eigentlich nur jetzt so kurz aus. So. Wunderbar. Also es ist jetzt fast alles fertig. Was brauchen Sie? So was hier? Ja. Also ich mache ja nur zu wenig, damit wir also nicht... So, jetzt sehen Sie, das schüttelt sich so, ja? Also das geht voneinander so einfach wie Reis. Das muss es sein. Das ist Ach so, der soll nicht pappen. Ja, darf nicht. Darf nicht. Das ist eben die Methode. So ungefähr. Ja. Und jetzt macht man das auch für den Koch. Schön. Ja. Also es sieht ja auch schon wieder ein bisschen japanisch aus. Na ja. Diese einfache arme Küche, die hat ja eben durch ihre Einfachheit auch eine gewisse... Sind Sie ein Ungeschickter? Das macht nichts. Stellen Sie sich vor, ich habe mir die Frage gestellt, von wo kommt eigentlich so ein teures Gericht wie Reis, nicht? Damals schon. Damals. Ja, Norditalien, die hatten noch die Reisplantagen. Und das gehörte zu Österreich. Sicher, das war Österreich und das war das Billigste, das waren die anderen Kartoffeln. So. Also war das immer noch ein arme Leute-Essen. Jetzt kommt das Beste und von dem hat man nie genug. Ja. Jetzt brauche ich aber ziemlich etwas. Braun. Ja, gut. Wollen Sie einen Löffel? Ja, oder? Bitte, sind Sie so. So. Also das muss jetzt wirklich so, es kommt drauf. Ja. Toll. Es sieht wirklich unglaublich schön aus. Ja. Jetzt müssen Sie es ergänzen mit dem Spiegelei. Schön. Ja. Ja, machen Sie sowas auch noch zu Hause manchmal? Ja, sicher. Meine ganze Familie verflucht mich immer. Verflucht Sie? Warum? Weil ich nur das immer wieder essen will. Ich liebe es über alles. Ihre Kinder, wenn die zu Besuch kommen? Sind keine Kinder, sind alte Leute.
Die sind so gewachsen inzwischen, dass ich das. Na, die Kinder bleiben Kinder, auch wenn sie uralt sind. Naja. Ja. Naja. Ich glaube, was gucken Sie mal, ob so, das Spiegelei. Ich würde noch sagen, ein bisschen. Ich gebe inzwischen. Ja, das würde ich auch normalerweise schon länger lassen, aber immerhin. Gut. Ja. Die Rose hat sich geöffnet auf beiden Seiten. Sehr schön. Eine wirklich komische Blume. Ich helfe mich mit, was ich kann. So. Und jetzt geben Sie das bitte irgendwie so schön dazwischen. Irgendwie. Dazwischen? Ja, so vielleicht hier, ja. Ja, ja, ja. Na, schauen Sie sich das mal an. So. Und ich sage immer, das ist das Band, das mich mit meiner Großmutter verbindet. Das ist die. Ja, und jetzt ist sie ganz glücklich, weil sie weiß, dass auch 50, 40 Jahre nach ihrem Tod ihr Werk lebt. Eigentlich braucht man kein Messer. Oder? Ich möchte mir wünschen, dass es meine Bücher schaffen. Dass die so lange überleben? Doch, wir brauchen noch ein Messer. Das Gericht. So. Wie die Gerichte jetzt, ihrer Großmutter. Es muss wieder für Sie und für mich viel gesalzen werden. Ja? Ah ja. Ja. Also jetzt in der Phase, wo Sie Lesereise machen mit dem neuen Buch, da können Sie ja kaum kochen. Wie ist denn das sonst? Gehen Sie abends, kochen Sie hauptsächlich oder Ihre Frau? Oder gehen Sie auch aus zum Essen? Wir gehen fast immer aus, weil ich habe so einen Vertrag, dass ich weder Sonntage noch Feiertage noch Urlaube feiern muss, aber dass ich nur bis 19 Uhr arbeiten darf. Vertrag mit wem? Mit meiner Frau. Und ab 19 muss ich also für die Freuden des Lebens offen sein. Und da gehen wir in Österreich, wohin denn? Zum Heurigen oder Essen? Zum Heurigen oder Essen? Also, guten Appetit. Also ein Gruß an die Großmutter. Irgendwo. Ich muss noch einen Pilsner holen. Ja. Es ist doch nämlich gedacht als eine Symphonie von Geschmack, Farbe. Ist sehr schön. Es sieht toll aus und es schmeckt. Es ist billig. Wirklich sehr gut. Es ist absolut billig. Ich habe nämlich schrecklich noch Hunger. Sie haben Hunger? Ja, bitte essen Sie. Ich hätte wirklich nicht gegessen, weil ich also. Wunderbar. Ich dachte mir, wenn ich schon nicht so gut kochen kann, der beste Koch ist der Hunger. Der beste Koch ist der Hunger. Den habe ich mitgebracht. Aber dieses Originalrezept, wissen Sie, was so schön ist? Was Sie da machen, ist ja ganz, ganz modern. Denn im Augenblick ist der Trend ja wieder total zur alten regionalen Küche. Man hat ja so lange diese Nouvelle gehabt. Die feinen Sachen. Und jetzt isst man wieder. Wie zu Hause. Bauerngänse und solche Sachen. Wie zu Hause. Natürlich, so einfach essen die wenigsten. Und die meisten haben inzwischen schon. So. Aber trotzdem, ich darf nicht vergessen. Sie wollten mir was mitbringen, haben Sie gesagt. Dass wir noch ein Dessert haben. Mhm. Und das wird eine Überraschung auch für mich. Ich kenne dieses Dessert seit ich lebe. Aber es haben immer andere gemacht, weil es muss vorgebacken werden. Und es muss dann also mit Schlagsahne nachgefüllt werden. Mhm. Ich habe es nie gemacht. Ich habe es aber mir machen lassen. Das wurde auf dem Schloss Orlik in Böhmen. Ist das auch für mich? Das ist das Buch für Sie, ja. Das will ich doch auch haben. Das wollte ich auch zum Kaffee geben. Ah, zum Kaffee das Buch. Gut, gut. Aber schauen Sie es mal an. Jetzt muss mein Instrument ran, weil das ist nämlich etwas, was ein Bursche immer mithaben muss. Sie haben ein Schweizer Militärmesser. Das ist das beste Geschenk der Schweizer an die männlichen Teil der Bevölkerung. Also, das sind sogenannte Särkchen. Särkchen. Es haben Sie das aus Prag mitgebracht? Nein, aus dem Schloss Orlik in Böhmen. Also, das ist eine Sache, die ich mitschleppe aus Böhmen. Wissen Sie was, wir werden das hier ein bisschen nach vorne tun. Ja. Ich schiebe mal die Großmutter, ich meine das Gericht von der Großmutter. Das esse ich danach. Ja, unbedingt. Schauen Sie, das schleppe ich aus dem Schloss Orlik in Südböhmen, von dem Schwarzenbergschen über Wien. Aus den berühmten böhmischen Dörfern. Ja, über Wien, München, Stuttgart, Düsseldorf bis zu Ihnen. Das hat eine große Reise gemacht. Jetzt muss ich etwas machen, was ich nie gemacht habe. Ja. Haben Sie Schlagsahne hier? Jawohl, ja. Ich mache Ihnen schnell welche. Also ich sage nur, dass es eine Sache ist, die man aus Zuckermehl, aus Ei, Eidotter und Vanille macht. Ja? So sieht es auch aus. Ja, wollen Sie das also frisch vorbereiten? Jetzt muss ich aber mit diesem Messer, was man normalerweise nicht machen kann, weil das ist sicher. Ich habe aber auch andere Messer. Ja, das ist viel mehr. Wollen Sie da auch ein bisschen Zucker drin haben?
Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Ich habe hier irgendwo Zucker. Das ist vielmehr für einen Schuster gedacht, aber man kann das auch. Ich muss mal gucken, irgendwo ist Zucker. Aber wahrscheinlich ist das so süß. Ja, aber ich muss die Tüte haben. Ich muss eine Tüte haben. Ja, die ist da hinten. Die haben Sie ja vorher schon angedroht, dass Sie das brauchen. Ah, wunderbar. Ah ja, da hinten steht der Zucker. Könnten Sie mir bitte den Zucker reichen? So ein bisschen tun Sie mir, ich denke, ein Löffel ist okay. Stop. Ja, das ist gut. Noch ein bisschen. Ja. Stop. So, und jetzt kommt's. Ob ich dieses schaffe, weiß ich nicht, weil ich das noch wirklich nie gemacht habe. Wie macht man das? Und jetzt wollen Sie das hier rein? Ja. Das ist ja toll. So. Das bekommen Sie normalerweise in jeder Konditorei. Ja, Konditorei. Wie heißt das? Särchen, das ist wie Sarg. Ach, kleine Särchen. Das ist Sarg. Ja, Särchen. Toll. Und die werden gefüllt zum Glück nur mit... Nur mit Sahne? Ja. Und, so, und was übrig bleibt, das kommt so, so drauf. Sie haben kleine Löcher gemacht? Ja, das ist nämlich leer. Das ist in der Inse hohl. Ah. Das ist hohl. Also einer genügt jetzt. Einer genügt. Bitte. Ich probiere mal. Ach, richtig. Ja, sicher. Das hat sich gefüllt. Durchgezogen, natürlich. Ist gelungen. Das erste Mal im Leben habe ich es gemacht. Ehrenwort. Toll. Ich habe einen falschen Beruf gewählt. Nein. Schreiben ist schon gut und wichtig. Ja. Probieren Sie doch, was Sie gemacht haben. Ich meine, da passt jetzt das Bier natürlich nicht. Den Wein dazu, den trinken wir nachher. Das habe ich nicht gemacht. Deswegen kann ich sagen, es ist toll. Es ist wirklich fantastisch. Und diese Wirtin von Orlik, der sage ich, ein wo Gruß. Sie, wo Ihre von Produkte... Mir. Vor allem, wie Sie das machen, das ist Ihnen hohl, das ist toll. Kann man eigentlich jetzt wieder gut essen in Prag? Oh ja. Es war ja in all den Jahren alles staatlich. Und ich war ein paar Mal da und ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Ich habe natürlich im Kopf noch die alte böhmische Küche gehabt. Und dadurch, dass es staatlich war, war es nicht gut. Als Touristen möchte ich Ihnen raten, entweder Sie essen in Prag teuer und schlecht oder billig und gut. Sie müssen nur fragen, man muss wissen, wo. Genau. Ja. Ich werde Sie anrufen und fragen, wenn ich das nächste Mal nach Prag fahre. Also das wird meine große Freude. Ja. Denn ich denke, jetzt, wo doch viele Lokale auch wieder privatisiert sind und wo es immer noch Geheimtipps gibt, kann man sicher gut essen. Man muss eigentlich in Prag gut essen Toll können. Essen, natürlich. Muss doch. Die Stadt, die lebt wieder. Die jetzt brauche ich doch ein bisschen. Ein bisschen voll ist sie, ne? Sehr viel Touristen sind da, Amerikaner vor allem. Ja, man muss kommen, wenn die Stadt am schönsten ist, zum Beispiel im Herbst, wo sie neblig ist, oder im Winter, wo sie weiß ist. Das ist wie Venedig. Aber ich glaube, das ist wirklich eine der schönsten Städte Europas. Es ist es. So, jetzt sind wir eigentlich an einem... Wir haben alles. Wir haben alles gemacht. Jetzt kann ich Ihnen das Buch Ich geben. Hatte auch noch was vorbereitet, was ich für Sie machen will, aber ich sehe nicht nur, dass ich keine Zeit habe, sondern dass ich es nicht brauche. Wir hatten eine Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Bedanke mich sehr und zum... Dessert nach dem Dessert, das Buch. Können Sie lesen dann in der Nacht. Vielen Dank.